Also, ich meine, Fräsen, mittlerweile kennen wir sie. Was ist jetzt das Besondere an dieser Fräse? Ja, ich glaube, hier haben wir einfach reingepackt, was wir in den letzten 3, 4 Jahren an Erfahrung machen durften. Wir hatten ja zuerst eine billige Fräse im Programm und mit der haben wir ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Und hier haben wir mal ein starkes Getriebe von der Mitte aus, wo wir jetzt mit 1000 Umdrehungen reinfahren. Und unten an der Welle kommen wir eben mit 400 Umdrehungen raus. In der Vergangenheit haben wir immer geredet, ja, hier unten braucht man 300 Umdrehungen, 320. Mittlerweile sind wir schon bei 400. Also höher würde ich jetzt nicht mehr gehen, aber die 400 sind ganz praktikabel. Dann gehen wir teilweise bei den Messern runter auf 6 mm. Das ist dann schon sehr dünn. Also selbst wir fahren sie mit 6 mm, wo wir auch Steine haben, wenn es nicht zu viele sind. Aber ansonsten ist so ein 8 mm ein Standardmesser. Die Messerstellung, die haben jetzt alle Hersteller ziemlich gut im Griff. Also es gibt kaum mehr ein Messer, das jetzt schmiert. Die Freistellung, das haben alle geschnallt, das passt so. Wir haben im Rotor die Stellung vom Messer noch ein bisschen optimiert, damit wir nicht immer die Messer ändern müssen. Haben wir den Rotor so weit hingedreht, dass das wieder ganz gut läuft. Und das ist der Clou an der ganzen Sache. Du kannst höhere Drehzahlen fahren, aber dann muss auch die Vorfahrtsgeschwindigkeit dementsprechend sein. Und das kannst du aber nur mit dünnen Messern. Also das muss alles ein bisschen zusammenpassen. Wir haben hier einen Antrieb in der Seite. Das ist ein Kraftband, also das ist ein Zahnriemen. Wir fahren nichts mehr mit Kette oder sonstige Zahnräder. Und das Kraftband ist eben in dieser Breite. Und wir haben da gemerkt, dass eben die Schläge, die so vom Boden herkommen, hier in diesem Kraftband schon ein bisschen gefedert werden. Also hier fangen wir schon sehr viele Schläge ab. Und dann geht es eben rauf auf das Getriebe. Hier haben wir dann eben die Einsprühung, wenn einer dazu haben will. Oder hier ist noch eine Vorrichtung, wo man dann vorne noch die Walze reingeben kann. Die Walze an der Front wird aber nur gefahren, wenn hinten die Sämaschine dran ist. So wie sie hier jetzt steht, ist ja hinten ein Doublex-Krümmler dran und der übernimmt eigentlich die Höhenführung. Also der Krümmler sitzt dann quasi auf den Stacheln und übernimmt die Höhenführung. Die Klappe an der hinteren Seite geht dann eben hoch und das Material wird, wenn die Klappe dann offen ist, wird dann oben drüber geschleudert und liegt dann hinten wieder locker drauf. Ein kleiner Teil wird unten durchkommen, ist aber egal, weil die Stacheln dementsprechend lange sind und das Material nicht angedrückt wird. Also wir gehen in unserer Wirtschaftsweise davon aus, dass wir nichts andrücken. Rein gar nichts. Also ein kleiner Teil kann unten durch, der Großteil fliegt oben drüber. Die Tanks sind dann noch oben, damit wir die Bakterien noch mit einsprühen können. Und wenn man solche Tank montiert, bitte nicht auf die Fräse montieren. Die Fräse darf nicht beschwert werden. Die Fräse arbeitet eben so, die Kreiselecke so. Bei der Kreiselecke ist es egal, die stützt sich auch mit dem Packer ab. Bei der Fräse darf man keine Beschwerungen drauf machen. Die ist ja ohnehin schon um 200-300 Kilo schwerer als die Vorgängerversion. Und dann, wenn ich dann nochmal ein paar hundert Kilo draufpacke, dann kann sie nach oben nicht mehr ausweichen. Und das ist tödlich für die Fräsen. Und darum sitzt man dann auch diese Tanks auf dem Krümmler. Der verträgt nochmal zusätzlich 600 Kilo. Und somit
haben wir die Bakterien auch mit. Und so hat man dann eben schon mal die Flächenrotte gestartet. Die Flächenrotte wird immer so 10 bis 14 Tage dauern. Und da ist es eben wichtig, dass das Material locker da liegt. Und bei der zweiten Überfahrt kommt dann eben der Krümler runter, kommt dann die Sämaschine dran und dann wird noch ein Fräsdurchgang gemacht, wo dann hinterher die Sämaschine dran ist und das Saatgut sofort reingeschlitzt wird auf den Fräshorizont. Und egal, ob da oben 4 cm liegen oder 10, das Saatgut gehört immer auf den festen Boden. Und wir haben es ja gesehen beim Buchweizen, egal, der liegt auf 8 cm. Der oben ist nichts angedrückt. Und wenn da nichts angedrückt ist, läuft er auf. In dem Moment, wo eine Walze dazwischen geschaltet ist, ist es vorbei. Habe ich richtig verstanden, die Tanks sollen nicht auf die Walze, weil es die dann weiter runterdrückt. Das heißt also, auch wenn ich die jetzt auf 4 Rädern führen würde, sollte trotzdem nicht drauf. Es geht um Verschleiß, weil sie bei Stein oder sonst was dann nicht so gut weg kann. Also wenn ich die Höhenführung jetzt quasi über Räder machen würde, über Stützen, dann wäre es zumindest für einen Eingriff von der Fräse nicht so das Thema. Also wenn man mit Stützrädern fährt, dann darf man nicht die Tanks nehmen und auf die Fräse raufpacken. Also dann muss man sich anders organisieren, dann muss das irgendwo an der Front am Traktor sein, damit die Bakterien zumindest mit sind, damit man sie dann einsprühen kann. Also die schlimmste Ausrede ist, wenn es heißt, ja, ich hätte ja gern die Bakterien dazu gesprüht, aber ich wusste nicht wohin. Also das ist so die Ausrede, die gilt nicht. Da muss man sich dann was überlegen und die meisten setzen dann die Tanks auf die Fräse drauf. Und das ist nicht zielführend. Wegen der Fräse schon. Also die muss eben, weil sie ja anders arbeitet als die Kreislecke, die muss nach oben ausweichen können. Und da damit sie nicht kaputt geht. Ja, die Fräse hält es aus, also der ist es egal, aber die Messer, wenn ein Stein drin ist oder irgendein anderer Gegenstand und es trifft das Messer auf den Stein, dann hebt es die Fräse weg und kann wieder weiterfahren. Wenn zu viel Gewicht oben drauf packt, dann wird dir das Messer brechen oder verbiegen. Und wenn ein Messer verbiegt, dann schleift es den ganzen Tag über den Boden und dir fällt es nicht auf. Also gelegentlich auch mal unten im Rotor reinschauen, ob die Messer noch alle so schön symmetrisch dran sind, macht schon Sinn, ja, klar. Und diese Walzentyp, den habt ihr gewählt, damit die Enterdung besser ist, also dass wir zuverlässiger auch sowas wie einen Wickroggen und sowas totkriegen? Nein, wir sagen ja schon lange nicht mehr Walze dazu, weil alle glauben, jetzt walzen die wieder. Also das ist schon ein Duplex-Krümler geworden. Aus dem Grund, der hält sich auf den Stacheln und er sinkt nicht ganz ein, weil er ja auf dem festen Boden fährt. Wenn du den wo ranmachst an einem Grupper, wird er wahrscheinlich stehen, weil er sich dann irgendwann nicht mehr dreht in dem Weichen. Darum funktioniert dieser Duplex-Krümler auch so gut an der Fräse, weil hinten ein harter Fräshorizont ist und dort greift er ein. Und er hat dann zusätzlich noch diese Stacheln, die dann in den Fräshorizont diese Löcher machen. Aber die gehen nicht endlos rein, sondern eben nur von 2 bis 4 cm. Und das ist so ein Riesenvorteil, dass man da die Löcher reinkriegt und die Tiefenführung sauber wieder verteilen. Die Stützräder, du kannst sie hinmachen, wo du willst. Hinten, vorne, seitlich, ganz egal wo. Die passen sich dem Gelände also sehr an. Also ein Schlagloch und die Fräse fällt rein. Ein Hügel und die Fräse fährt rauf. Und so hinten dran, die fährt immer auf dem Fräshorizont und dort ist es immer schön eben und führt die Fräse vorne. Ob da jetzt ein Hügel ist oder eine kleine Grube, das ist der Fräse vorne egal, weil sie hält sich hinten auf den Stacheln. Und somit wird das
schön gleichmäßig abgefräst. Ja, mal vielleicht 3 und mal vielleicht 5, aber es ist ein Niveau. Und das kriegst du mit den Stützrädern kaum hin. Und wir haben trotzdem nicht den Effekt, den wir bei einer Stützradreihe haben, dass es sich aufschaukelt? Aufschaukeln gibt es in dem Fall gar nicht. Also das haben wir noch nie gesehen. Eher das Problem, wenn einer den Wickrocken nicht gemulcht hat oder zu wenig gemulcht hat, der wickelt sich dann gelegentlich mal um diese Stacheln rum. Also das macht er bloß einmal und dann beim nächsten Mal lässt er sich beim Mulchen mehr Zeit. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber ist nicht oft der Fall. Schauen wir noch einmal die Messer an, weil ich es ist ein leidiges Thema. Ja, ich es bis heute nicht wirklich nachvollziehen kann, weil seid ihr immer noch die Einzigen, die auf die pfiffige Idee gekommen sind, die Messer einen Ticken länger zu machen und gegenüber anzuschrauben? Ach, nein, ich weiß nicht, warum das so ist. Wir haben dafür den Nachteil, wir haben ja den Doppelflansch. Wir müssen den doppelt ausrichten. Wir brauchen ihn links und wir brauchen ihn rechts. Also das ist schon ein dickeres Paket als bei der Konkurrenz. Die schrauben alles auf einer Seite und brauchen nur einen Flansch. Das ist für manche ein Vorteil, für mich nicht. Weil du brauchst den Flansch, also ich hatte eine Fräse, da waren die einfach da herangeschraubt. Ja, ohne kann man Flansch auch machen, aber wenn man in Richtung 400 Umdrehungen kommt, dann macht es plötzlich Sinn, dass der einfach serienmäßig drauf ist. Und die 400 Umdrehungen haben den Hintergrund, dass wir eine höhere Flächenleistung kriegen, weil wir mehr Vorschub machen können? Das auch, ja. Mhm. Und es enterdet schöner. Also die Flugleistung ist auch schöner und dann schleudert es schöner durch den Krümmler hinten durch und dann liegt das hinten wirklich schön locker da. Und das sind so ein paar Punkte. Und die Messer, wenn du hier ein Foto machst und hier, du kannst 5000 Fotos machen, du siehst es am Messer nicht, ob das jetzt gut ist oder ob das passt. Du siehst es erst nach den ersten 10 Hektar. Wo ist es abgeschliffen? Wie ist es abgeschliffen? Wo bleibt die Erde dran? Es gibt auch welche, die zu viel Freistellwinkel haben. Die schaufeln dann alles nach innen und dann lassen sie das Material nicht nach hinten raus. Dann wird es so sein, dass du wahrscheinlich um 20 PS mehr brauchst. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die sich dann ja, bei uns ein bisschen, das ist eine Spielerei. Das hat sich ein bisschen herauskristallisiert, was man auf welchem Boden für welche Traktorleistung braucht. Und das funktioniert ganz gut. Da habt ihr euch ziemlich reingefuchst. Ja, aber da haben eigentlich alle gelernt davon. Ist ja nicht so, dass wir nur für uns das entwickelt haben oder gesagt haben, ja, da gehört ein anderes Messer. Und die Mitbewerber haben sich alle darum gekümmert. Plötzlich ist es so, dass alle Fräsen gut funktionieren. Das mit der Drehzahl und so, das muss jeder für sich entscheiden, ob es für den passt oder nicht.